Heute präsentieren wir einen Neuzugang in die Sammlung des Schifffahrtmuseums. Herzlich willkommen in den Büroräumen unseres Museums. Heute möchte ich Ihnen ein ganz besonderes Modell vorstellen, welches wir seit Ende 2019 in der Sammlung haben dürfen. Es ist ein Schiffsmodell des Wasserbüffels, des ersten deutschen Schubschiffes auf dem Rhein. Dieses Modell wurde uns von einem Schiffer geschenkt, der selber als Matrose und als zweiter Steuermann 2 Jahre an Bord des Schiffes tätig war. Von 1964 bis 1966 fuhr er damit regelmäßig die Strecke zwischen Duisburg, Ruhrort und Rotterdam. Neben dem Modell hat er uns gleich auch noch ein Fotoalbum mit einer Menge schöner historischer Abbildungen, die uns wirklich tolle Einblicke in das Leben an Bord geben, und sein Schifferdienstbuch, wo jede einzelne Reise dokumentiert ist, zur Verfügung gestellt. Seine Dienstzeit fiel in die Zeit einer großen Veränderung, quasi einem Generationenwechsel auf dem Rhein. Die letzten Schaufelraddampfer, auch wenn diese schon auf Ölfeuerung umgestellt sind, verschwinden langsam von der Bildfläche und diese neuen Schubeinheiten übernehmen quasi das Transportgeschäft auf dem Rhein. Der Wasserbüffel wurde 1957 gebaut. Er fuhr gemeinsam mit den Schubschiffen Flusspferd und Nashorn für die Reederei Rabkarche. Für die museale Arbeit ist es natürlich immer toll, wenn wir konkrete historische Ereignisse mit dem Schiff verbinden können, wenn wir einfach Geschichten haben und Einblicke aus erster Hand, wenn wir berichten können, was Herr Rauschenbach auf diesem Schiff erlebt hat, was er dort gemacht hat und ähnliches. Das ist uns bei vielen Schiffsmodellen nicht möglich, die sind quasi nachgebaut und stehen so ein bisschen einsam. Hier haben wir wirklich mal die Gelegenheit, dieses Schiffsmodell direkt mit einigen Erlebnissen zu verbinden. Auch das Objekt selber, also das Modell selber, hat seine ganz eigene Geschichte, die direkt damit verwoben ist. So ist dieses Modell eine Arbeit von einem Rotterdamer Schiffer, der das für Herr Rauschenbach quasi als Erinnerungsstück angefertigt hat. Es wurden 2 dieser Modelle angefertigt, eins für den damaligen Kapitän und eins, welches nun hier steht. Das unseres Schenkers ist tatsächlich sogar das erste und damit wahrscheinlich auch das erste Modell, was vom Wasserbüffel je hergestellt wurde. Es ist natürlich dann ein besonderes Erinnerungsstück und wir freuen uns, dass wir dieses jetzt bei uns in der Sammlung haben dürfen. Der Wasserbüffel als Schiff war 36,5 Meter ungefähr lang, etwas über 8 Meter breit und verfügte über 2 630 PS starke Deutzmaschinen. Also insgesamt kein so riesiges Schiff, aber im Koppelverband fuhren in der Regel 4 große Leichter vor Kopf vor dem Schiff mit, also sie wurden quasi hier vorgesetzt, zum Teil zur Bergfahrt, auch daneben und davor. Und damit wurde im Regelverkehr dann zwischen Rotterdam und Duisburg-Ruhrort vor allen Dingen Erz aus Norwegen und Übersee und auch Kohle transportiert. Gelegentlich gab es einige Sonderfahrten, wie uns berichtet wurde, beispielsweise von Heizöl, welches nach Bonn transportiert wurde oder ähnliches, was alles aus diesem Dienstbuch hervorragend hervorgeht. Neben den Fakten zum Schiff selber haben uns aber natürlich besonders die Alltagsgeschichten begeistert. So wurde beispielsweise berichtet von einer berüchtigten Schifferkneipe in Rotterdam, von verplombten Bierflaschen vor dem Zoll in Emmerich, vom Wohnen und Leben auf engem Raum auf einem Schiff oder auch von einem tragischen Arbeitsunfall an Bord. Diese Geschichten arbeiten wir derzeit noch auf und werden sie an anderer Stelle gerne berichten. Wir freuen uns zukünftig, dieses besondere Objekt in der Dauerausstellung im Schifffahrtmuseum im Schlossdom präsentieren zu dürfen.